Ich begrüße jetzt Klaus Vogel, den Begründer von SOS Mediterranee. Und möchte. Und möchte euch leider nur symbolisch eine Flagge überreichen. Wir arbeiten dran und wir stehen hinter euch. Ganz vielen Dank, danke schön. Ich habe bei der Rede ganz vielen herzlichen Dank und jetzt haben wir eine Flagge. Ich habe bei der Rede und bei den Reden vorher gedacht, der Vatikan könnte uns eine Flagge geben. Seebrücke kann uns auch eine Flagge geben. Und im allernötigsten Notfall hissen wir eben die Piratenflagge. Yeah. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich hoffe aber, dass es nicht dazu kommt, sondern dass wir in Europa genug Menschen finden wie euch hier, die ihr hier mit uns für eine ganz normale, alltägliche Humanität einsteht. Humanität, wie wir sie auf der Straße immer vertreten würden. Wenn hier jetzt ein Unfall passiert, dann würden wir alle dahin springen, ihr, die hier steht, und die Polizisten ebenso, und würden diesen Menschen, der da vielleicht verunglückt ist, würden ihm helfen, würden ihn in ein Krankenhaus bringen und so gut wie es geht versorgen. Und das Gleiche sollte überall auf der Welt geschehen, wo wir hinkommen können. Und wir kommen hin ins Mittelmeer. Es ist ganz einfach. Man fährt mit dem Schiff los. Es liegen Tausende und Abertausende von teuren Yachten an den Nordküsten und in den Häfen vom Mittelmeer. Und die können einfach losfahren und können Menschen retten. Leider ist das Retten die Ausnahme und nicht die Regel. Es könnte aber auch ein bisschen mehr die Regel sein. Ich möchte noch ein paar ganz persönliche Bemerkungen machen und ich möchte euch möchte eine Person gerne mal nach vorne holen. Ann, would you come forward? Ich möchte euch nämlich Ann vorstellen. I would like to present to you Ann Kamel. Ann. You don't know Ann. Ann, she's the doctor, the first doctor of the Aquarius. And Ann, she was there because she said she's working for Médecins du Monde. And when she heard about the project of the Aquarius in the Mediterranean Sea, she said, I want to be there. Yeah, I wanted to be there. I'm very happy that I was there, and I hope a lot of people will still be there to make this bridge and to open their arms. Thank you, Ann. Actually, I just want to say, Ann, thank you so much for your work, for your support, and you are symbolizing for me the life and the, let's say, the permanent life of humanitarian work and a human heart. Stay as it is and continue to support us, and thank you for being here with us today. And thank you so much for inviting me. Ich möchte noch ein paar Sätze sagen zu dem Begriff der Seebrücke. Was mir klar geworden ist in den letzten 3 Jahren, oder anders, ich fange mal anders an. Als wir mit dem Rettungsschiff losgefahren sind, haben wir mit großem Aufwand und mit teilweise allen unseren Kräften es geschafft, das Schiff so zu finanzieren, dass wir für 3,5 Monate eine Charta unterschreiben konnten. Das war ein sehr harter Prozess. Es hat uns auch in der Organisation fast zerrissen, weil wir so ein großes Risiko eigentlich gar nicht eingehen konnten. Und wir haben es dann doch gemacht. Wir haben diese Charta unterschrieben, sind losgefahren. Und der Gedanke in diesem Moment war, dass wir losfahren mit dem Schiff. Wir nehmen Journalisten mit, die werden berichten, das Schiff ist groß, das Schiff kann retten. Und es wird ganz schnell allen Europäern, die guten Willens sind, und darunter haben wir die Politiker gerechnet,
wird es klar werden, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie selber etwas tun müssen, dass die Politiker entscheiden müssen. Wir haben gedacht, dass wir in Brüssel und in den Hauptstädten eine Bewegung in Gang setzen. Wir haben gedacht, dass in diesem Haus hier sich die Türen öffnen würden und man würde mit uns reden und man würde sagen, was können wir tun? Es ist ja vollkommen klar, so wie es jetzt ist im Mittelmeer, kann es nicht weitergehen. Dieser Prozess hat aber so leider nicht stattgefunden, sondern im Gegenteil. Es ist eine Verhärtung eingetreten. Es sind Risse durch die Gesellschaften gegangen. Die Entwicklung hat sich zugespitzt. Dazu hat auch beigetragen dieser große Flüchtlingsstrom, der in der zweiten Hälfte 2015 ja schon begonnen hatte, also schon da war, als wir losgefahren sind und der viele Menschen erschüttert hat, weil er von ihnen als Welle wahrgenommen wurde. Nicht als reale Welle an ihrem jeweiligen Wohnort, sondern als eine Welle in den Köpfen. Das heißt, dieser Prozess, den wir eigentlich anstoßen wollten, dass wir alle erreichen wollten und ein Umdenken erreichen wollten, hat überhaupt nicht stattgefunden, sondern im Gegenteil. Wir stehen heute hier als nicht ganz wenige starke Menschen, ebenso vielen anderen gegenüber, die mit verschränkten Armen dastehen und die eigentlich das, was wir machen, nicht verstehen oder nicht hören wollen oder sogar einige, die uns hassen für das, was wir tun. Ich denke also, dass wir die Seebrücke weiterhin mit gleicher Kraft, so wie bisher, mit Rettungsschiffen im Mittelmeer aufrechterhalten müssen und sollen, dass wir aber auch die Seebrücke im Inneren bauen müssen. Wir müssen eine Seebrücke bauen ins Außenministerium hinein, ins Bundeskanzleramt hinein. Wir müssen Seebrücken bauen in unseren Städten und Dörfern, wo wir wohnen. Wir müssen mit den Polizisten, die da hinter uns im Wagen sind, sprechen. Wir sollten auf sie zugehen. Wir sollten erklären, was wir machen. Wir sollten herausgehen aus unseren gemütlichen, kleinen und auch immer wieder wichtigen Blasen, wie es manchmal formuliert wird, also aus unserem Zuhause. Und wir sollten mit Leuten sprechen, mit denen wir normalerweise sonst nicht sprechen. Also lasst uns auch eine Seebrücke nach innen bauen, damit wir diesen Prozess, den wir eigentlich anstoßen wollten, nämlich einen Prozess, dass Humanität einfach zu einer Selbstverständlichkeit gehört, hier bei uns zu Hause, aber auch draußen, auch da, wo Europa auf seine Nachbarn stößt, auch da, wo Europa jenseits seiner Grenzen tätig wird, dass auch dort Menschlichkeit gilt als Wert, dass es nicht nur am Katzentisch verhandelt wird, sondern dass es in den Regierungen selber sitzt. Wir müssen da selber sitzen. Wir müssen also hineingehen. Wir müssen mit den Leuten reden und wir müssen diese Brücken im Inneren selber bauen. Die anderen bauen keine Brücken, die schlagen eher die Türen zu. Aber wir sollten uns nicht davor scheuen, genau diesen Weg zu gehen. Das ist eigentlich meine Botschaft heute an euch alle. Und ich werde mich auch selber bemühen, indem ich weiter arbeite und mit meinen Kollegen rede und vielleicht auch ab und zu mal etwas tue, was ungewöhnlich ist, nämlich mit Leuten zu reden, mit denen wir normalerweise gar nicht reden wollen, weil sie uns nämlich hassen. Ich glaube, wir müssen auch mit den Leuten reden, die uns hassen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Kirsten.